Das folgende Interview mit Christian Röhl haben wir im Rahmen unserer gemeinsamen Veranstaltung durchgeführt. Wir konnten ja leider nicht am Münchner Börsentag teilnehmen, der ja nicht stattgefunden hat. Aber dennoch wollten wir ein kleines Zeichen setzen. Und dies war die erste Präsenzveranstaltung mit Herrn Röhl seit Februar. Darauf sind wir sehr stolz und wir danken Herrn Röhl für die Bereitschaft, mit uns das durchzuführen. Und ja, seien Sie gespannt auf das jetzt kommende Interview. Ja, herzlich willkommen, Christian Röhl. Ich freue mich sehr, dass Sie diesmal zu Gast sind hier bei uns bei CapTrader. Herzlich willkommen. Ja, ist mir ein großes Vergnügen, dass es endlich geklappt hat. Genau, jetzt treffen wir uns hier in München und ja, wir haben ein paar Fragen vorbereitet, dass wir einfach mal die aktuelle Situation an den Börsen beleuchten und vielleicht einen kleinen Ausblick, wie es so aktuell aussieht. Ja, wie schätzen Sie das ein, jetzt gerade vor den US-Wahlen? Wird die Volatilität zunehmen? Werden wir wieder stark schwankende Kurse sehen? Oder wie ist Ihre Einschätzung? Naja, kurzfristig haben wir bei Wahlen immer eine gewisse Volatilität. Wir haben das auch gesehen vor der letzten Wahl, insbesondere dann auch am Wahltag. Ja, Sie erinnern sich, man war eigentlich auf einen Wahlsieg von Hillary Clinton eingerichtet. Es war auch eigentlich so, dass die Wall Street Hillary bevorzugte. Die Demokraten, also gerade ihr Flügel, hat ja traditionell eine Nähe zur Wall Street. Es gab viele Wall Street Spender für ihre Kampagne und es gab irrwitzige Bewegungen an den Futures und Währungsmärkten in der Nacht, als es dann darauf hinauslief, dass es Trump wird. Die Märkte sind richtig abgetaucht. Und dann, also ich glaube, es war eines der stärksten Intraday Reversals, die ich jemals gesehen habe an diesem Tag. Und als Trump dann abends vor die Presse trat, abends unserer Zeit, und weder Feuer gespuckt hat, noch kleine Kinder gefressen hat, hat sich die Wall Street dann mit ihm arrangiert. Das sieht natürlich inzwischen sehr ambivalent aus. Die Kursentwicklung war sehr, sehr gut. Ob es jetzt wegen Trump war, am Anfang sicherlich schon wegen der Steuerreformen. Danach, muss man sagen, war es natürlich alles sehr stark getragen von der Tech-Euphorie. Aber inzwischen sieht natürlich auch die Wall Street das Krisenmanagement im Weißen Haus, beziehungsweise das, was eben nicht da ist. Und insofern, ja, man wird versuchen, das auszuleuchten. Aber der alte Spruch, politische Börsen haben kurze Beine, der dürfte sich auch diesmal wieder bewahrheiten. Das heißt also, wer jetzt nicht unbedingt auf dieses eine Ereignis extrem spekulieren will, kurzfristigste Bewegung mitnehmen möchte, sondern wer sich einfach langfristig positionieren will, wer eine langfristige Strategie hat, der sollte eher auf die fundamentalen Verschiebungen schauen, als jetzt darauf, wer jetzt das Rennen macht. Wichtig natürlich ist, dass jemand das Rennen macht, dass es ein eindeutiges Ergebnis gibt, dass es keine Hängepartie gibt, so wie 2000, das bei George W. Bush und Al Gore der Fall war. Denn die Staaten heute, 20 Jahre später, sind natürlich wesentlich mehr gespalten. Und eine solche Situation hätte natürlich auf die Bevölkerung, gerade in der Pandemiesituation, ganz andere ungute Einflüsse. Und generell für die Börse ist eigentlich fast irrelevant, welcher Präsident, glaube ich, gewählt wird. Oder gibt es da schon Tendenzen, wo man sagt, die Richtung, es geht Richtung Trump oder? Man könnte sagen, der Wall Street ist egal, wer unter ihr Präsident ist. Klar, am Ende. Wall Street regiert. Die Wall Street regiert. Die Wall Street hat sich bislang mit jedem Präsidenten arrangiert. Sogar mit Trump, warum sollte das mit Biden nicht gelingen? Es gibt immer wieder graduelle Verschiebungen. Man kann sicherlich darauf setzen, dass unter Biden Renewable Energy, erneuerbare Energien, noch mal etwas stärker kommt. Aber letztendlich sind ja die Probleme, mit denen ein Präsident konfrontiert ist, dieselben. Die Frage ist nur, geht man sie an oder geht man sie nicht an? Aber man hat das auch vor der letzten Wahl gesehen. Ein Thema, bei dem sich Hillary Clinton und Donald Trump einig waren, waren die Gesundheitskosten. Beide waren, übrigens völlig zu Recht, der Meinung, dass das amerikanische Gesundheitssystem zu teuer und zu ineffizient ist. Also nirgendwo sind die Margen für Pillendreher so hoch wie in Amerika. Da wird man etwas machen müssen. Das ist momentan nicht das Thema, aber wenn man wieder in die Situation kommt, nach der Pandemie sich mit politisch-strategischen Fragen zu beschäftigen, dann wird das auf die Agenda rücken, egal wer gerade Präsident ist. Ja, so wie es aussieht, wird die Pandemie das Thema ja noch ein bisschen beherrschen aktuell, ne? Also ist ja noch kein Ende in Sicht. Natürlich ist kein Ende in Sicht. Wir wissen nicht, wann der Impfstoff kommt. Wir wissen auch nicht,
was das eigentlich bedeutet, wenn ein Impfstoff da ist. Es sind ja dann nicht sofort alle geimpft. Und stellen Sie sich vor, es könnte ja auch noch passieren, dass ein Impfstoff bei breiter Anwendung doch vielleicht relativ schnell Nebenwirkungen hat, die man auch registriert. Insofern geht es nicht darum zu sagen, naja, wir müssen jetzt dahin denken, dass die Pandemie vorbei ist, sondern wir müssen sowohl als Bürger als auch als Investoren uns einfach mit dem Gedanken beschäftigen, dass diese Pandemie da ist. Wir müssen nicht bis zum Ende des Virus leben, sondern mit dem Virus leben. Das ist richtig, ja. Bezogen auf die Wahlen würden Sie jetzt sagen, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, US-Aktien verstärkt im Depot hat, sollte man sich da versuchen, irgendwie zu hedgen vor den Wahlen aufgrund der Volatilität oder ist das zu speziell? Ich bin grundsätzlich kein Freund von Hedging und sich jetzt einfach gegen Volatilität zu hedgen, also wo man ja gar nicht weiß, in welche Richtung es gehen kann, also das halte ich schon für extrem schwierig. Wenn jemand Angst vor der Volatilität im Zusammenhang einer Präsidentschaftswahl hat, nicht davon, dass die Kurse abstürzen und sich nicht mehr erholen, sondern nur vor den Bewegungen, dann sollte er das zum Anlass nehmen, zu überprüfen, ob er nicht zu viel Aktien hatte, ob er die Aktienquote nicht ein bisschen reduzieren müsste oder zumindest im Aktienportfolio auch mal Titel dabei haben, die etwas defensiver sind, die ein geringeres Beta haben, also solche Low-Volatility-Ansätze, die man ja selber fahren kann oder auch als ETF. Aber also Hedging, gerade im Hinblick auf solche politischen Ereignisse, nein. Ist ja generell so, wenn man zu viele Positionen hat oder man kann nachts nicht mehr schlafen, dann stimmt was mit dem Depot nicht. Ja. Genau, also der Wohlfühlfaktor ist extremst wichtig. Ja. Und das ist ja eine Frage, die ich häufig gestellt kriege. Was meinen Sie denn, was ist das höchste zulässige Gewicht für eine einzelne Aktie? Das lässt sich so gar nicht beantworten. Also bei mir ist es relativ gering persönlich. Also abgesehen von Unternehmen, bei denen ich wirklich reinschauen kann, weil ich Aufsichtsrat bin oder wirklich wesentlich beteiligt bin, möchte ich nicht mehr als 1% meines Gesamtvermögens an ein einziges Unternehmen gebunden haben. Aber Anleger, die nicht ganz so breit streuen, haben dann vielleicht eine höhere Toleranz. Da sind wir vielleicht bei 5% oder bei 10%. Aber es kann ja dann sein, dass eine Position einfach davon marschiert, weil sie schlichtweg so gut ist. Tesla wäre in vielen Depots ein Beispiel. So, und wenn man dann einfach merkt, man wird unruhig, wenn man am Tag 27 Mal auf die App guckt, um den Tesla-Kurs abzufragen, weil Tesla inzwischen 25% oder 30% vom Depot sind, dann ist das beste Verkaufssignal. Nicht verkaufen für alles, sondern einfach mal die Position wieder auf das ursprüngliche Gewicht zu reduzieren, was ja dann gerade bei Tesla-Anlegern auch heißt, man nimmt das Geld raus. Es gibt auch Anleger, die werden unruhig, weil sie Tesla nicht haben. Ja, the fear of missing out, ja, die Angst, was zu verpassen, FOMO, ganz klar. Aber also Costolani hat mal gesagt, man soll in der Straßenbahn nicht nachlaufen. Ne? Die nächste kommt bestimmt irgendwann. Es wird weitere Unternehmen geben, die eine solche Performance haben. Und im Übrigen ist ja und nachhaltiger Anlageerfolg heißt ja auch nicht, dass man jetzt die 3 oder 4 Aktien zuverlässig rauspicken muss, die sich verdreifachen, vervierfachen, verfünffachen, verzehnfachen, sondern dass man auch Fehler vermeidet und da auf dieser Hinsicht ausreichend breit streut. Ja, insofern, wenn man mit einer intelligenten Strategie anlegt, wenn man ordentliches Risikomanagement macht, wie immer man das definiert, wenn man an dieser Strategie festhält und wenn man in Qualität investiert, dann werden sich zumindest langfristig solche Ten-Bagger oder Multi-Bagger gar nicht vermeiden lassen. Also wie man es natürlich sehr konsequent vermeiden kann, jemals einen Ten-Bagger zu haben, eine Aktie, die sich verzehnfacht ist, wenn man immer schon nach einer Verdopplung verkauft. Dann ist völlig klar, wenn man dann unruhig wird, man wird nie einen Verzehnfacher haben. Aber man sollte denen nicht so krampfhaft hinterherjagen, auch wenn das natürlich in vielen Medien immer so eine Story ist, ja. Die Ten-Bagger-Kandidaten, das bringt immer Klicks. Viel wichtiger ist die Gesamtstrategie und dann wird man auch den einen oder anderen Ten-Bagger auf lange Sicht dabei haben. Jetzt haben wir ja einige Ten-Bagger schon gesehen gehabt, gerade bei den Technologiewerten. Ist Technologie weiterhin eine gute Anlagemöglichkeit oder sollte man sich jetzt eher defensiver aufstellen und rein in Dividendenwerte gehen? Also Dividenden ist ja auch aktuell interessant. Ja, ist immer so eine Frage, wo so Glaubenskriege dann sind. Ja, ist immer so ein Versus, so Value versus Growth, Dividende versus Aktienrückkäufe, ne? Und dann so auf so einer abstrakten Ebene.
Einzelaktien versus ETF, Aktie versus Passiv, da hat doch am Ende keiner was von. Es geht darum ja, sich mit einem Portfolio zu rüsten für das, was kommt. Und wir wissen nicht, was genau kommt. Wir können sicherlich sagen, Technologie wird wichtiger. Das ist auch keine prophetische Aussage. Wir sehen, Corona hat Digitalisierung richtig beschleunigt. Aber wir wollen ja auch nicht so tun, als wenn die einzige Möglichkeit von Digitalisierung zu profitieren es jetzt ist, wenn man Palantir und Cloudflare und was da sonst alles an jungen Softwareaktien gibt, sondern Technologie und Digitalisierung zieht sich ja durch alle Branchen durch. Also gerade was eine Nestlé beispielsweise als klassischer Defensivwert anstellt, um Kosten zu reduzieren, um neue Produkte zu lancieren, das ist extrem technologielastig. Oder wenn Sie zum Beispiel das Thema erneuerbare Energien nehmen für ein Windrad, brauchen Sie Kupfer. Ja, folglich strahlt also die Energiewende bis in den Rohstoffbereich aus. Und insofern bin ich der Meinung, wenn man diese Trends mitnehmen will, ist man weiterhin am besten beraten, als strategischer Investor mit einem breit aufgestellten Depot, gerade sektoral breit. Wenn man als Anleger bestimmte Momentumwellen reiten möchte, dann kann man sich immer angucken, okay, was ist gerade an der Börse begehrter? Da bin ich natürlich schon der Meinung, der Technologietrend, wenn wir es mal so nennen wollen, ist absolut noch nicht vorbei. Ja, also man hat ja auch gerade gesehen jetzt in der Corona-Krise, wie das Thema Digitalisierung jetzt auch weiter angeschoben wurde, ne? Durch Homeoffice oder durch andere Themen halt, ne? Wo man halt auch umdenken musste, ne? Sei es auch in den Schulen oder wie auch immer. Das ist ja auch gerade für Deutschland, denke ich mal, höchste Zeit. Ja? Also wenn man da andere Länder sieht, wo die stehen, da sind wir ja noch fast im Mittelalter. Also da kann ich nur empfehlen, mal beispielsweise dem Abgeordneten Sattelberger zu folgen, der mit seinen Kommentaren zur Bildungspolitik da und seinen internationalen Vergleichen, da sieht man natürlich, das ist höchste Eisenbahn. Und wenn man sagt, also gerade jetzt in Deutschland sieht man, da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Aber es ist natürlich so, international sind viele Gesellschaften deutlich weiter, wovon natürlich auch wieder Unternehmen profitieren. Es gibt ja inzwischen auch an den Börsen nicht in Europa, aber aus China und aus den USA eine ganze Reihe von Anbietern, die Bildungsangebote liefern oder zumindest die entsprechende Technologie. Und sowas ist natürlich, wenn man beispielsweise an eine Check denkt, auch ein sehr, sehr langfristiger Trend, in dem man sich in einem solchen chancenorientierten Depot engagieren kann. Das ist ja gerade interessant, auch gerade unsere Kunden haben ja die Möglichkeit, weltweit anzulegen und auch speziell zum Beispiel in China direkt an der Börse die Aktien zu kaufen. Ja, also das ist ja auch eine Möglichkeit, die nicht jeder direkt hat, ja, und das bieten wir auch trotzdem an. Ja, wer das machen möchte, auf jeden Fall, es sind sehr reizvolle Unternehmen dort. Sicherlich auch so, dass die chinesischen Börsen wichtiger werden, gerade weil sich dieser Handelskonflikt zwischen den USA und China auch unter Biden nicht signifikant entspannen dürfte, sondern das sind einfach Pole, auch geostrategisch. Und das wird eines der großen Themen des nächsten Jahrzehnts werden. Insofern macht es natürlich Sinn zu sagen, wenn ich chinesische Aktien wirklich einzeln handeln möchte, dann doch gerne dort, wo sie eigentlich herkommen, auch nicht den Umweg, wenn der auch dann irgendwann sicherlich zugemacht wird über diese aktienvertretenden Zertifikate, die Depository Receipt, sondern gleich an die Heimatbörse gehen. Wobei man natürlich gerade in solchen Märkten berücksichtigen muss, es ist schwierig, bisweilen an die Informationen zu kommen. Also für mich persönlich sind Aktien aus Asien, Aktien aus Emerging Markets generell tabu. Wenn man Informationen hat, Entschuldigung, dann muss man auch wissen, ja, sind die überhaupt... Genau. Kann man damit überhaupt was mit anfangen, genau, oder ist das überhaupt richtig? Aber wer das kann, ich meine, es gibt ja natürlich auch englischsprachiges Research, es gibt englischsprachige Investor Relations Seiten. Wichtig an der Stelle aber trotzdem, also man kann noch weniger reingucken als bei Unternehmen in Europa. Deswegen auch da die entsprechende Streuung, ja, auch da Investor bleiben, von mir aus Trader bleiben, aber nicht zum Gläubigen wären. Das ist ja so eine Lehre aus der Wirecard-Geschichte. Durchaus Warnsignale aufnehmen und nicht dann, wenn die Warnsignale kommen, nochmal nachlegen. Wir haben ja auch in China
den einen oder anderen Fall gesehen, beispielsweise die ja an der US-Börse auch gehandelten Luckin Coffee, wo man ein tolles Business-Konzept hatte, wirklich visionäre Themen auch umgesetzt wurden, ja, mit Richtung künstlicher Intelligenz, auch Automatisierung, sehr konsequent betrieben. Aber ja, die Zuwächse waren halt nicht so hoch, wie man sie bilanziert hatte. Ja, man hat ja gesehen, die Aktie wurde ja auch diskutiert in den Foren überall, ne? Also das war ja schon Highflyer, aber danach kam natürlich auch der Absturz. Ja, da muss man sich halt auch ein bisschen von zurückhalten, dass man immer versucht, bei jeder Trend- und jeder Modeaktie hinterherzulaufen. Es gibt auch Unternehmen, die einfach mal 2-3 Jahre überhaupt nicht großartig auffallen, die vielleicht irgendwie 2-3% Dividende zahlen, aber dann plötzlich doch irgendwie entdeckt werden, auch weil sich im Management was tut. Da wäre also auch nochmal sicherlich ein Beispiel in den Nestlé, die man ja in Deutschland selber gar nicht handeln kann, sondern auch nur an der Heimatbörse. Auch da wieder wichtig, der Zugang zur Heimatbörse, gerade bei Schweizer Aktien. Da gibt es ja auch im Nebenwertebereich einige spannende Werte, auch einen schönen regulatorischen Rahmen. Hat sich auch geändert, ne? Genau. Genau, und es ist auch keine Hoffnung momentan, dass dieser Streit zwischen der EU und der Schweiz beigelegt wird. Also momentan kann man das entweder über irgendwelche außerbörslichen Plattformen machen, aber Aktien handelt man natürlich immer schön an der Börse und die Börse Zürich ist hochliquide. Und wenn man das dort machen kann zu fairen Konditionen, ist das natürlich eine großartige Sache für einen Anleger. Ja, es gibt ja auch genug Beispiele, also wie auch jetzt Unternehmen wie Microsoft, die vielleicht jahrelang vom Aktienkurs gesehen so dahergedümpelt sind, dann aber sich irgendwann in Richtung Cloud und so weiterentwickelt haben, wie dann jetzt auch wieder plötzlich der Aktienkurs natürlich in Fahrt aufnimmt, weil die Gewinne steigen und so weiter. Ne? Also ja. Da sind auch neue Geschäftsfelder natürlich, die dann erschlossen wurden irgendwie oder ein Umdenken auch vielleicht durchs Management oder so natürlich sehr wichtig. Ja, man muss dann halt bei solchen Unternehmen ein bisschen durchhalten. Das ist vor allen Dingen was für strategische Investoren, wenn man auch sieht, die Substanz des Unternehmens ist da. Microsoft hatte immer diese großartige Installations- und Kundenbasis. Nestlé immer die Breite, auch dann nicht nur beim Sortiment, sondern international in der Handelseinlistung. Wenn Sie momentan einen Fall nehmen, ohne dass ich die Aktie empfehlen würde, beispielsweise eine 3M, eines der großen Konglomerate aus den USA, unglaublich viele Patente, hatte über die Jahre ein bisschen Fett angesetzt, war schwerfällig geworden in der Organisation. Entsprechend waren die Ergebnisse dann deutlich unter den Erwartungen. Die Aktie ist abgestraft, man verdient aber nach wie vor richtig gutes Geld. Die Aktie ist schön billig und Anleger, die sagen, naja, also ich finde das grundsätzliche Thema kleben, beschichten, das wird ja weiterbleiben. Wir hören ja nicht auf, unser gesamtes Leben nur noch in die Cloud zu packen. Und Anleger, die dann auch einfach Zeit haben und sagen, naja gut, über diese Zeit eine Dividendenrendite von 3% ist nicht schlecht. Und irgendwann kommt auch da dieser Microsoft- oder Nestlé-Moment, dieser Nadella- oder Marc Schneider-Moment. Ja, kann sich so eine Aktie natürlich auch hinlegen. Bleiben wir mal bei Dividendenaktien. Ja, ist ja vielleicht aktuell sowieso interessant. Es gibt ja kaum noch Zinsen. Ist denn so ein Familienmensch der bessere Dividendeninvestor, weil er den Weitblick hat? Oder kann man das so sagen?